Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, es ist ein wunderschöner Morgen heute. Wir haben Sonntag und es ist so, schätze ich mal, 7 Uhr morgens. Und ich habe gerade meine Kühe etwas rausgelassen. Normalerweise mache ich das nicht. Aber ich bin sowieso am Rasenmähen da vorne, deshalb habe ich gesagt, lass doch die Kühe auch mal ein bisschen raus. Die mögen das Gras hier, das frische Gras. Ja, denen gefällt es hier. Ja, die fressen das meiste jetzt ab und nachher komme ich dann mit dem Rasenmäher und wird alles erstmal schön gerade gemacht. So, es ist Regenzeit eigentlich noch, aber heute scheint die Sonne und ja, man sieht, es ist alles grün, die Bäume, die wachsen. Meine Zitronenbäume hier, ja. Das ist die Kokosnuss, was man da so sieht, die ganze Reihe bis nach hinten. Habe ich sehr viele. Das hier ist ein kleiner Cashewbaum. Von denen habe ich 5. Hier sind mal 4 und dann noch einer. Einer da vorne, ja. Die sind noch ganz klein. Aber ich habe gesehen, der Nachbar hat welche. Die werden richtig groß und ja, Cashew-Nüsse sind immer lecker. Schauen wir mal, ob meine auch werden. So, das Wasser im Teich ist auch ziemlich gestiegen. Man sieht, das hat jetzt bereits 2 Treppen eingenommen. Ja, aber ist noch jede Menge Platz, also gut. 1 Meter wird es vielleicht noch steigen, wenn es so ist wie in den letzten Jahren. Also bis jetzt ist der Teich noch nie über die Ufer getreten. Fische hat es jede Menge drin. So. Wir sind heute eingeladen zum Essen auf der Geburtstagsfeier von der Freundin von meiner Frau, von der besten Freundin von meiner Frau, die O. Und ja, schon langsam werden wir uns da vorbereiten. Meine Frau ist beim Friseur. Ich schaue noch ein bisschen auf die Kühe, dann werden die ins Gatter rein getan und da bleiben sie dann den ganzen Tag. Futter und Wasser ist da. Also meine Kühe haben eigentlich ein schönes Leben hier. So, hört man im Hintergrund thailändische Musik. Das ist meine Schwiegermutter, die Eilert, die uns da ein bisschen hilft beim Gras schneiden, wo ich da mit dem Rasenmäher nicht reingekommen bin, tut sie da irgendwie noch. Oh mein, da habe ich hier gestern Rasen gemäht. Und wie gesagt, man kommt ja nicht in alle Ecken rein. Und deshalb sie hier noch und tut da ein bisschen sauber machen. Haben wir gestern noch die Kühe gehabt, die haben da ein bisschen gefressen und heute und danach habe ich halt mit dem Rasenmäher. Der Boden ist allerdings noch ein bisschen weich, also ist gar nicht so einfach zu mähen. Das ist unser Rasenmäher, das gute Stück. Und hier sieht man es wieder, ne?
wo man da nicht rankommt, da muss man halt mit der Hand das Gras irgendwie raus abschneiden. Ist aber schon schön am Morgen so, alles so richtig ruhig, gemütlich. Hier im Isan kein Stress. Also muss ich jetzt nochmal zu den Kühen schauen, dass die nicht irgendwie ausbüchsen und nach vorne zum Pool kommen. Das wäre natürlich nicht so toll. Ja klar, die wollen nach vorne, geht aber nicht. Oh, meine Lieblingsbeschäftigung, hier sitzen und den Kühen zuschauen beim Fressen. Ja, die mögen das frische Gras mehr, als wenn man selber mäht und es denen gibt. Fressen die auch natürlich und haben noch Trockenfutter und das Stroh von den Reisfeldern, das sie auch kriegen. Nur frisches Gras ist natürlich das Beste. Raus können sie jetzt nicht, weil wie gesagt, der Reis wächst ja. Die können jetzt wieder raus, wenn der Reis geerntet ist. Dann kann man die rauslassen auf die Felder. Aber im Moment sieht es ja noch so aus, das dauert noch 2 Monate, 3. Aber wächst alles, ist alles schön grün. Eigentlich herrlich hier draußen, die Landschaft. Wenn man es mag natürlich. Ja, da habe ich noch 2 Tannenbäume gepflanzt. Habe gar nicht gedacht, dass die hier wachsen in der Hitze. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Da ist einer davon und er hat schon Knospen. Ist natürlich noch ganz klein, aber wenn der so weiter wächst, ja, dann haben wir später jedes Jahr einen kleinen Weihnachtsbaum, den man schmücken kann. Ja. Auch sonst unsere Bäume, die sind alle gewachsen, das heißt alle sind schon auch ein paar eingegangen, aber die wachsen, das sieht man jetzt in der Regenzeit, die fangen dann an zu blühen und ja, hey, schau die, oh, jetzt sind die ausgewüchst, jetzt muss ich die natürlich zurückholen. Also Leute, ich muss ausmachen. Also das war's mit dem kleinen Video. Nochmal am frühen Morgen hier bei uns. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand.